Einen wunderschönen guten Nachmittag, müsste man fast sagen, zu unserem Praxistalk. Real oder digital, wie hieß noch dieser Sprung von der Spruch damals? Egal, ist auch egal, irgendwie so. Nein, also real oder digital, auf das Erlebnis kommt es an. Ich glaube, am Ende des Tages stimmen uns wahrscheinlich auch die meisten zu. Vor allen Dingen, wenn wir Kunden sind, kommt es uns aufs Erlebnis an. Ich habe ganz spannende Partner in meinem Praxistalk. Darüber bin ich sehr froh. Vielleicht sollte ich aber kurz sagen, wer ich bin, wer es noch nicht erkannt hat. Ich bin ja nicht auf den Fotos abgebildet. Mein Name ist Martin Nitsche. Ich bin nebenbei Präsident des Deutschen Dialogmarketingverbands und in dieser Funktion habe ich heute den Spaß und die Freude, diesen Praxistalk zu leiten. Zu leiten und zu moderieren heißt, bevor ich jetzt anfange, meine Teilnehmer reinzubitten, quasi noch eine Bitte an das Publikum, weil auch ihr seid ein Teilnehmer oder ihr seid viele Teilnehmer und ihr habt die Chance, auch an diesem Talk, an diesem Dialog teilzunehmen. Es heißt ja nicht Deutscher Monolog-Marketing-Verband, sondern Deutscher Dialog-Marketing-Verband. Und in diesem Sinne bitte ich euch, stellt eure Fragen an die Teilnehmer. Der Nils Müller ist zum Beispiel ja auch nochmal mit dabei. Da habt ihr heute Morgen nicht die Chance gehabt, Fragen zu stellen. Jetzt ist nochmal die Chance. Also lasst uns loslegen und wir freuen uns, wenn ihr aktiv mit in den Dialog tretet. Mit wem könnt ihr in den Dialog treten? Fangen wir doch mal an. Ich begrüße sehr herzlich Frau Dr. Simone Kerner oder hier ganz einfach Simone. Sie ist Professorin für Modemanagement und sagt noch einfach mal zwei, drei Sätze zu sich selbst, glaube ich. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich erstmal dabei zu sein. Vielen Dank, Martin. Ja, mein Name ist Simone Kerner. Ich war sehr viele Jahre verantwortlich für das CRM in unterschiedlichen Branchen. Längere Zeit davon auch bei Douglas, zuletzt bei Peek & Cloppenburg, verantwortlich für das klassische Marketing und auch für das Customer Relationship Management, also auch für die Kundenkarte. Ja, und habe mich letztes Jahr entschieden, die Seiten zu wechseln. Ich bin jetzt, wie Martin schon sagte, an der Universität, an der UI, und dort verantwortlich für den Studiengang Modemanagement. Und nebenher bin ich noch freie CRM-Beraterin. Danke dir, Simone. Klasse. Dann haben wir dabei Nils Müller. Den habt ihr heute Morgen schon gesehen und gehört und fasziniert zugeschaut und zugehört, hoffentlich. Willst du noch was sagen, Nils? Gerne, Martin, gerne, liebes Publikum. Freut mich sehr, heute wieder in der Runde jetzt dabei zu sein. Nils Müller, Gründer von Trend One, vor 18 Jahren mit der weltweiten Trendforschung angefangen. Mittlerweile haben wir 80 Trendscouts auf der ganzen Welt und helfen Unternehmen, nicht nur Trends zu erkennen, sondern daraus natürlich bessere Innovationsstrategien zu entwickeln. Sind jetzt 50 Kollegen in Hamburg, Zürich und Berlin und machen das professionelle Trendmanagement, also einfach Unternehmen helfen, Trends frühzeitig zu identifizieren und Ableitungen zu treffen, und zwar die richtigen. Klasse. Danke dir, Nils. Und dritter im Bunde meiner Gesprächspartner ist Jonas Vercedi. Den haben viele von euch wahrscheinlich eben schon gesehen, aber für die, die gerade erst dazu geschaltet haben, auch Jonas, sagst du noch mal zwei, drei Worte zu dir? Können auch zwei, drei Sätze werden. Ja, ich versuche es kurz zu machen. Jonas Schedi, Head of Data Intelligence and Technologies. Ich verantworte bei Douglas im Headquarter alles rund um die E-Com-Daten. Klasse, danke dir. Du hast eben einen spannenden Vortrag gehalten, den ich mir auch angeschaut habe. Und du hast mit einem grandiosen Triathlon-Beispiel angefangen, wie 1900, ich glaube, es war 79, der erste Triathlon auf Hawaii stattfand, der erste große, zumindest der Ironman. Und die Sportler in Anführungsstrichen damals sich mit Bier über die Strecke gerettet haben. Ich Ja. sag mal, selbst mit Bier oder vielleicht gerade mit Bier finde ich diese Leistung vielleicht noch beeindruckender. Aber unabhängig davon, du hast das dann so ein bisschen in Richtung Marketing gebracht und gesagt, okay, was früher ausgereicht hat, Bier, ist heute viel zu wenig. Heute gibt es auf den einzelnen Sportler angepasste Energy-Kombinationen mit irgendwelchen Vitaminen und sonstigen Zusätzen, also ganz, ganz individuelle Nahrung, die den einzelnen Menschen dort nach vorne bringt. Jetzt geht es so ein bisschen auf die Richtung, du hast das so als Ausgangspunkt gebracht. Wie ist denn das in Bezug auf das Kundenerlebnis, wenn das tatsächlich so ist? Reicht denn das, was wir heute machen, für den Kunden von heute eigentlich aus? Ich glaube nicht, und ich glaube, das wird sich ständig wieder ändern. Ich glaube, Simone als CRM-Expertin kann auch gleich noch mal was dazu sagen. Aber ich gehe davon aus, dass neue Kanäle wie zum Beispiel TikTok, Facebook verändert sich ständig, Instagram
verändert sich ständig, dass wir uns so agil als Unternehmen aufstellen müssen, dass wir, Thema Nils, jetzt habe ich, glaube ich, zu allen übergeleitet, Trends erkennen müssen und dann auf Basis der Trends entscheiden können, wollen wir den Trend mitgehen und wie verändert dieser Trend eigentlich auch die Kundenkommunikation? Ich bin so frech und würde sagen, dass ich mit meinen Mitte 30 noch zu den sehr Jungen gehöre, aber ich habe mir von anderen Leuten Snapchat erklären lassen müssen, weil ich selbst die Technik und die Kommunikationsart dahinter nicht so klar verstanden habe. Und das muss einem ja auch klar sein, dass die Kunden in einer Art und Weise diese Kommunikationskanäle neu erleben, vielleicht auch selber mit ihrem Content beleben. Und wir müssen lernen, wie wir darauf aufspringen. Als Beispiel, und dann bin ich auch fertig, weil Douglas sind wir ja mit Douglas Live recht früh in diesen Bereich eingestiegen und haben festgestellt, dass jetzt in der Pandemiezeit eigentlich auch die Kundenkommunikation komplett umgedacht werden muss. Wie können wir eigentlich Produkte, die wir erlebbar machen wollen, erlebbar machen und welche Kanäle können wir dafür verwenden? Sehr, sehr spannend. Wer ist denn schneller? Ist der Kunde schneller als das Unternehmen? Wahrscheinlich normalerweise schon. Also typischerweise nimmt der Kunde ja, ist ja der Konsument derjenige, der diese Trends setzt und sie baut. Und das Unternehmen läuft dann quasi hinterher. Oder wie würdest du das sehen, Jonas, noch mal ganz kurz? Ich möchte dann gleich zu Nils überleiten, der ja eigentlich dafür da wäre, das dann auch zu antizipieren. Aber Jonas, wie erlebst du es denn in der täglichen Praxis? Ich habe ja als Berater viele Unternehmen kennengelernt. Ich muss sagen, und eine Lanze brechen für Douglas, dass wir das schon schnell können oder schneller als andere, zu versuchen, wie können wir diese Sachen etablieren. Aber du hast vollkommen recht, Martin, ein User oder ein Kunde muss nicht erst Prozesse lostreten, Einkaufsprozesse lostreten oder irgendwie Entscheidungen im Management provozieren, um irgendwie auf den Kanal aufzuspringen. Der kann es einfach sich runterladen aufs Handy als Beispiel und nutzen. Von daher sind wir zwangsweise etwas später dran. Ja. Vom Unternehmen, von der Sache an sich. Aber ich glaube, das Unternehmen muss agil genug sein, schnell genug sein, Handlungsspielräume auf untere Management verteilen, damit auch die schnell darauf aufspringen können, wenn sie wollen. Wie ist das, Nils? Das ist ja euer täglich Brot, hätte ich fast jetzt gesagt, Trends zu antizipieren und mit den Unternehmen dann gemeinsam zu versuchen, diese Trends dann auch, oder die antizipierten Trends dann vielleicht schon frühzeitig in Entscheidungen oder in Vorplanungen, in vorausschauender Art und Weise zu bringen. Wie erlebst du das? Ist das machbar in den Unternehmen? Schafft ihr das oder ist das eher eine Riesenherausforderung? Also viele Unternehmen machen dieses Thema, das nennt sich dann Technology Foresight, dass sie wirklich frühzeitig versuchen, neue Technologien und Anwendungen auch zu identifizieren. Und frühzeitig heißt im weitesten Sinne nicht nur 1, 2, 3 Jahre, sondern auch mal 6 und 10 Jahre voraus. Das geht bei Technologien natürlich ganz gut, wo man weiß, okay, sowas wie Quantencomputing kommt da so am Horizont und Neuromorphic Computing und vielleicht Kommunikation über Licht und Laser und so weiter. Also da gibt es natürlich Möglichkeiten, Technologievorausschau zu machen. Bei neuen Anwendungen, also Clubhouse, schönes Beispiel, hatten wir im Mai 2020. Vielleicht denkt ihr nochmal zurück, letztes Jahr Pandemie, da hattet ihr alle so im Dezember, vielleicht November, davon gehört. Und die Unternehmen fingen dann an, im Dezember oder Januar im Clubhouse was zu machen. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, wir haben das im Mai 2020 gemeldet. Also da hat man dann so 5 Monate Vorsprung. Und dann muss man noch erkennen, okay, das ist jetzt was Relevantes, weil wir melden ja nicht nur einen Trend im Monat, sondern jeden Monat 250 neue Trends. Und da muss ein Unternehmen natürlich sehr genau hinschauen und gucken, ist das jetzt ein wichtiger neuer Kanal neben diesen ganzen anderen Signalen und muss eigentlich eine permanente Bewertung machen, welcher Trend hat hier wirklich einen High Impact für mich und ist der jetzt kurz- oder mittelfristig relevant? Und da helfen wir den Unternehmen, das in solchen Radarsystemen mit Trends zu sortieren und dann auch die richtigen Ableitungen zu treffen. Muss ich ja mal ein bisschen böse nachfassen. Warst du denn dann auch im Mai 2020 schon auf Clubhouse unterwegs oder seit wann bist du dort? Ich habe diese Einladung gekriegt. Ehrlich gesagt mache ich nicht immer sofort alles mit. Also wir haben ja 50 Kollegen in der Trendforschung, die dann auch solche Sachen schnell ausprobieren. Und auch unser Marketing hat relativ schnell dann mitgemacht.
Also ich glaube, unseren ersten Podcast hatten wir 2007 oder sowas, also auch relativ early. Und also das gibt schon die Bestrebung, aber als Trendforscher heißt es nicht, dass man immer alles sofort mitmachen muss, weil dafür ist es auch zu viel. Wir arbeiten ja in allen Branchen und das kann man natürlich nicht leisten, sondern es geht eigentlich auch gar nicht darum, dass man wie so ein Nerd in allen Themen drin ist, sondern man muss einen guten Überblick haben und die Dinge miteinander verbinden, ja. Und das dann quasi auch übertragen von Branche zu Branche. Damit, das hast du eine hervorragende Überleitung eigentlich zu Simone gegeben. Also den Überblick haben, es übertragen können zu Branche zu Branche. Das ist ja etwas, was für dich jetzt wahrscheinlich im neuen Job, in so einem relativ neuen Job als Professorin noch anders ist, noch ganz viel wichtiger geworden ist, als es wahrscheinlich im alten Job im Unternehmen gewesen ist. Oder wie hast du das erlebt jetzt in den letzten Jahren? Hast du jetzt den breiteren Überblick gewonnen? Naja, also wenn ich nochmal zurückblicke, muss ich schon sagen, dass ich in den Unternehmen, in denen ich war, eigentlich noch viel Nachholbedarf war, ne? Was gerade diese Verknüpfung anbelangt von dem ganzen Thema Online zum Thema klassisches Marketing. Und das hat sich jetzt mittlerweile sehr, sehr viel getan. An der Universität lehrt man natürlich dann den jungen Leuten, wie es eigentlich sein muss, also so die Idealwelt, sagt aber auch gleichzeitig, wenn man dann mit Fallbeispielen kommt, wie es tatsächlich dann aussieht. Ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Nachholbedarf in der Praxis. Und am Ende des Tages, so habe ich sie mal kennengelernt, das ist auch mal eine Sache der Unternehmensgröße, ja, oder der Historie, wenn da historisch Strukturen gewachsen sind, dass eigentlich beispielsweise jetzt auch jetzt als Beispiel jetzt zum Beispiel Douglas, ja, wenn da eben ein Online-Shop geboren wird, der wird dann erstmal parallel zum klassischen Marketing und zum stationären Vertrieb halt aufgezogen und irgendwann versucht man da die Brücke zu schlagen. Das ist bei Douglas, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Aber ich habe es eben auch im Modebereich, beispielsweise auch bei P&C erlebt und auch, ich weiß es eben auch von anderen Branchengrößen, dass es dort ähnlich ist und dass da eben, dass da im Moment eine Verknüpfung stattfindet oder ein fließender Übergang von beiden Welten, aber dass da eben auch noch sehr, sehr viel zu tun ist. Bevor man letztendlich dann sich mit diesen ganzen Trends von Nils dann noch näher beschäftigt. Also ich glaube, man muss noch seine Hausaufgaben machen, aber gleichzeitig eben auch sehen, wo geht die Reise hin, um da einfach den Zug nicht zu verpassen. Was würdest du denn heute deinen Studenten, was lehrst du denn heute deinen Studenten eigentlich? Also was ist deine ideale Aufbauorganisation, die du empfiehlst? Naja, komplett schon integriert, ne? Also ich sag mal, das ist ein ganz klassisches Prüfungsthema eigentlich auch schon, was man eigentlich sagt, was muss eigentlich vorherrschen an Voraussetzungen, damit eben das klassische Omnichannel und Cost-Channel dann irgendwie auch funktioniert. Und das ist dann die Aufbauorganisation, aber auch in die Prozesse. Ich glaube, die Aufbauorganisation ist immer ganz, ganz schnell auf dem Papier runtergescribbelt, aber am Ende des Tages sind es dann letztendlich doch die People, also die Menschen, die Mitarbeiter und die Prozesse, die dann eben auch passen müssen. Und das ist einfach der Knackpunkt. Unabhängig davon natürlich, dass das Management das ganze Thema eben mitgehen muss und auch mitleben muss und dass es eigentlich auch schon auf der Vorstandsebene oder auf der Geschäftsführungsebene dann eben anfängt, die Bereiche eben miteinander zu verquicken. Also da kann ich auch nur wieder Jonas oder Douglas an der Stelle loben. Dort hat es ja zum Beispiel auch sehr, sehr gut stattgefunden. War zu meiner Zeit, als ich damals bei Douglas war, noch nicht der Fall. Jonas, ihr seid besser, ihr seid alles integriert bei euch. Das klappt super. Über alle Kanäle, stationär, online. Ich glaube, wir machen gerade einen guten Transformationswandel dazu hin, dass ich glaube, in jedem Unternehmen kriegt man die Silos nicht von heute auf morgen abgelöst, weil auch das verursacht ja natürlich ein bisschen Pain. Wir sind auf einem guten Weg und haben die Endzahl eher auf eine Handvoll Silos zu reduziert, würde ich jetzt mal behaupten. Und meiner Ansicht nach, meiner persönlichen Meinung nach, spüren wir auch da schon den Mehrwert, den wir generieren können, wenn wir zum Beispiel Daten zentral ablegen und dann von da wieder die Daten irgendwo an unterschiedliche Fachabteilungen weitergeben. Das ist unglaublich, anstatt das in unterschiedlichen Silos vorzuhalten.
Okay, das finde ich jetzt ein spannender Aspekt. Das heißt, ihr nutzt die Daten quasi als Bindeglied? Ich überlege gerade, ob es eine gute Analogie oder Metapher gibt. Ich glaube, dass eine Organisation, wenn sie in Zukunft wettbewerbsfähig sein muss, datengetrieben sein muss. Und das bedeutet, dass das Transportmittel oder die Hilfe für Entscheidungen und auch für Automatismen Daten sein müssen. Und deswegen haben wir unsere Datenzentrale aufgestellt. Ich glaube, das ist vielleicht besser formuliert. Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Hier kommt gerade die Frage, all marketing will be data-driven in the end. Was haltet ihr von der These? Du hast eigentlich diese These gerade sogar noch stärker gebracht. Du hast nicht nur gesagt, all marketing, sondern all companies must be data-driven. Ja. Was mich so ein bisschen Richtung Nils nochmal bringt, ist es ja schön, wenn Douglas es jetzt geschafft hat, die Silos im Marketing auf eine Handvoll zu reduzieren. Es sind immerhin auch noch 5. Also zumindest in meiner Hand sind es 5. Wie sieht denn das eigentlich aus? Jetzt wäre meine Vermutung, du erlebst es wahrscheinlich noch viel breiter. Wenn ich so deine Trends von heute Morgen sehe, AI, Connectivity, Distrust Society und wie sie denn alle hießen, die gehen doch viel weiter als nur das Marketing, oder nicht? Es ist so ein gutes Stichwort, Martin, weil wenn du in die Unternehmen reinschaust, gibt es eigentlich 2 Riesensilos. Das eine ist die ganze Produktion, ja. Nehmen wir mal Douglas, du hast die Produktion von, entweder du produzierst es selber oder du hast irgendwelche Fremdproduzenten in China und produzierst irgendwelche Kosmetika, wo du denkst, in Zukunft könnten die relevant sein oder verkaufst die von anderen Brands, in Zukunft könnten die für unsere Kunden passen. Und dann, das ist quasi das ganze Produktion- und Sourcing-Thema und dann hast du auf der anderen das ganze Customer Relations. Ja, du hast Sales, du hast Marketing, du hast Retail, du hast die ganzen Kanäle, die mit dem Kunden sprechen, aber diese beiden Silos haben in meisten Unternehmen gar nicht so viel miteinander zu tun und das ist das Industrie 4.0 Problem auch in vielen großen Industriekonzernen in Deutschland. Da hast du die ganze Industrie 4.0, intelligente Produktion, IoT, intelligente Maschinen, aber die sprechen überhaupt nicht mit den Kunden und die wissen gar nicht, was sind die Kundenbedürfnisse. Das heißt, eigentlich gibt es diese großen 2 Silos zwischen Produktion oder Sourcing und Customer Relation. Und das wird abgelöst in der Unternehmen, die richtig innovativ sind in der Society 5.0. Und da fließen die Daten vom Kunden quer durchs ganze Unternehmen bis in die Produktion rein. Beispiel hat jetzt nicht so geklappt, aber vielleicht kennt ihr von Adidas diesen 3D-gedruckten Schuh. Das heißt, der nimmt eure Laufdaten aus der App und produziert dann einen Schuh, der für dich personalisiert ist in 3D. Das heißt, die ganze Kette vom Customer, App, Running Data bis hinten in die Produktion, hyperpersonalisierter Schuh, Stückzahl gleich 1, nur für den Martin optimiert der Schuh. Das ist quasi Society 5.0 und dann quasi dieses ganze Thema Daten quer durchs Unternehmen gedacht, muss man noch viel radikaler vom User bis hinten in die Produktion rein. Als ein Unternehmen, was einem dazu immer ja einfällt, was das Thema Produktentwicklung sehr eng mit dem Marketing und dem Vertrieb verknüpft, ist ja Apple. Ich meine, das ist eins der Unternehmen, die einem sofort auf die Hand kommen, die das, glaube ich, par excellence machen. Aber gibt es mal von diesen großen GAFA-Beispielen abgesehen, auch deutsche Beispiele, auch vielleicht mal unabhängig von Adidas, kleine oder größere Unternehmen, wo du das siehst, Nils, die das so richtig gut machen? Oder auch Simone, wenn du so aus deiner Praxis heraus, seht ihr das? Wer macht das richtig gut? Diese beiden Riesensilos, also Produktion und Vertrieb, Marketing, Sales, Customer Relations miteinander zu vernetzen. Genau, du kannst natürlich, kannst natürlich auch neue Art von Produkt, also digitale Produkte, die gar nicht nur physisch, sondern digital, wie heißen diese, also, du kannst auch Tesla nehmen zum Beispiel, wo du sagst, okay, du hast eigentlich, kennt er deine ganzen Fahrdaten, du kannst per Software das Produkt updaten, das Produkt ist nicht nur eine Hardware, sondern auch eine digitale Experience. Oder wie heißen jetzt diese Fahrräder, die du für zu Hause kaufen kannst, Pedelecs oder so, ne? Pedelec. Wo du eigentlich auch dann eine digitale Experience hast. Und ich glaube, in die Richtung sollte man gehen, um die Produkte dann auch beim Kunden sogar in der Customer Journey zu personalisieren. Ne? Ich glaube, dass wir mit unseren Vergleichsplattformen, die wir auf den Markt gebracht haben, also wir haben, glaube ich, auch schon ein paar coole
Fin-Startups oder allgemeine Startups, die stark in den Datenbereich gehen und die geschafft haben zu verstehen, welche Produkte muss ich eigentlich anbieten. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Die Daten nutzen, dafür auch Produkte entwickeln und das wieder immer wieder zurückspielen und da einen Zyklus draus entstehen zu lassen. Ich habe noch jede Menge Fragen, die mir einfallen. Ich mache auch noch weiter. Wir haben auch noch 10 Minuten. Aber bevor ich jetzt weiterrede und weiter Fragen stelle, würde ich ganz gern einmal noch das Publikum auffordern. Wir haben also bisher eine Frage bekommen, die zweite kommt gerade rein, da werde ich gleich drauf eingehen. Aber da gibt es sicherlich noch mehr Fragen. Also bitte, liebes Publikum, werdet aktiv, geht in einen Dialog. Jetzt ist eure Chance, noch mal die eine oder andere Frage loszuwerden. Die Frage, die ja gerade dazu gekommen ist, die finde ich auch sehr, sehr spannend. Und die geht auch jetzt eigentlich genau auf das, was wir gerade gesagt haben. Meine lieben drei Mitdiskutanten haben ja gesagt, wir müssen Daten nutzen, um die verschiedenen Silos im Unternehmen besser miteinander zu vernetzen. Auf dieser Basis können wir dann, wenn wir alle die gleichen Daten nutzen, dann auch das Kundenerlebnis verbessern. Und dann kam Nils und sagte, ja, und dann ist das ja auch alles miteinander vernetzt. Und dann haben wir irgendwann den Computer, der entscheidet, welchen Drucker, Toner er gerne hätte. Also dann kommt das Thema Connected World dazu. Jetzt kommt so ein bisschen die Frage da rein, wie geht denn das eigentlich dann weiter? Wird das dann nicht irgendwann gefährlich? Also wenn die künstliche Intelligenz so empathisch wird, dass sie meine Wünsche voraussagt. Und also ich nehme mal so meine drei Jungs zu Hause. Also 18, 18, 14 zurzeit. Also zwei knapp aus der Pubertierwelt raus, einer noch mitten in der Pubertierwelt drin. Wenn ich da jetzt eine AI hätte, die voraussagen würde, was würden die jetzt gerade an Wünsche haben? Dann hätte ich da eine ganze Reihe von Vermutungen. Aber ob das gerade gesund für die drei zu diesem Zeitpunkt ist und ob das für ihren weiteren Lebensweg auch so richtig ist, da habe ich eine ganz andere Vermutung. Also wie empathisch kann die AI werden? Welche Regeln, welche Ethik brauchen wir an der Stelle eigentlich? Du hast eigentlich schon das Spannende gesagt. Ich habe, ohne Werbung für mich selber zu machen, aber ich habe das auch mal im Podcast diskutiert. Ich glaube, darüber kannst du stundenlang und monatelang und jahrelang diskutieren. Also Thema Datenethik. Ich glaube, was man als Beispiel sich so ein bisschen aufnehmen kann, guckt man sich mal Facebook, guckt man sich Instagram an, ohne da jetzt eine Front aufzubauen. Die sind mit ihren Algorithmen, glaube ich, schon an einer gewissen Grenze, die man überlegt, ob man die eben mitgehen möchte oder nicht mitgehen möchte. Wir sind ja im Universum Facebook mit Instagram und WhatsApp eigentlich ja schon sehr, sehr weit in den Daten. Und dadurch sollten wir uns als Unternehmen, wenn wir sagen, wir nutzen Daten vom Kunde bis hin zur Produktion, wenn man jetzt das Beispiel nach, dass man darauf achtet, in welchem Umfang wollen wir die eigentlich nutzen? Und wollen wir ab einem gewissen Punkt, Martin, ist man, glaube ich, einfach zu scary, wenn man das so bezeichnen kann. Und da kann man, wenn Adidas aktiv schon den Schuh nach Hause schickt, weil sie wissen, der ist jetzt gerade abgelaufen, dann wird es, glaube ich, einem ein bisschen anders. Aber wenn man den Nutzer bis zu einem gewissen Grad mit begleitet und fragt, möchtest du, dass ich so weit mit eingreife, dann sind wir, glaube ich, an einem sehr, sehr guten Punkt. Wenn man sich darüber Gedanken macht, ich glaube, unsere Automobilhersteller alle in Deutschland, und da sind wir definitiv ja mit einer der Stärken, jetzt machen wir uns erst Gedanken darüber, was eigentlich Tesla trackt, aber BMW, Audi, Porsche, die haben alle Navigationssysteme und ich will nichts Falsches sagen, aber von meinem Verständnis her nutzen sie auch diese Daten, um ihre Services besser zu machen. Und da sind wir ja eigentlich schon in dem Bereich, wie salopp gesprochen, umfahre den Stau. Vielleicht will ich den Stau gar nicht umfahren. Also Datenethik kann ja von bis anfangen. Ja. Also ich glaube auch immer, es ist abhängig, wie der Kunde das eben auch als Nutzen empfindet. Am Ende, wie direkt der Kunde das auch erlebt, also auch was Automatisierung anbelangt, ne? Also automatisierte Kommunikation etc. Also will der Kunde das tatsächlich mit Chatbots und so weiter? Und da kann natürlich dann auch einiges mal schief laufen. Auf der anderen Seite will man immer dann den Mensch doch wieder einbinden als reglementierende Instanz. Also das ist immer so die Gretchenfrage an der Stelle. Ne? Die Frage ist aber auch, kann ich das nicht umdrehen? Also inwieweit ist denn das, was der Kunde will, eigentlich gut für den Kunden? Inwieweit muss ich ihn nicht dann vielleicht auch irgendwann anfangen, vor sich selber zu schützen? Also wenn ich mir, kann ich jetzt unterschiedlichste Bereiche rausnehmen, nehmen wir mal eine Bank.
und die Vergabe von Krediten. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass mancher Kunde mehr Kredit möchte, als ihm eigentlich am Ende des Tages gut tut, um mal ein ganz Beispiel zu nehmen. Bei Douglas gut mehr Creme, als mir gut tut. Mehr, ja gut, wenn ich den einen oder anderen im Bus rieche, würde ich auch sagen, etwas weniger würde vielleicht auch besser sein. Aber also die Frage ist halt immer, inwieweit dürfen wir als Unternehmen eigentlich da gehen? Wann fangen wir an, die Kunden auch zu bevormunden? Oder an welcher Stelle ist das gut, die Kunden zu bevormunden? Also welche Erlebnisse dürfen wir bieten und welche sollten wir bieten? Da müssen wir als Personen, die im Datenbereich arbeiten, Aufklärung leisten. Ich weiß nicht, wie viel das Unternehmen selbst machen können, aber auch, glaube ich, wir sollten dafür Sorge tragen, dass wir die Kunden oder die Endkunden aufklären können, dass sie selber eine Entscheidung treffen. Bankberater kann ja auch auf Basis der Entscheidungen, die ihm vorliegen oder der Daten, die ihm vorliegen, wenn man die gut an den Kunden kommuniziert, der jetzt 2 Millionen statt nur 1 Million Euro Kredit haben möchte, die dann bekommt oder die nicht bekommt, kann man das, glaube ich, transparent kommunizieren und auch einfach kommunizieren. Ich glaube, das ist auch mit wichtig, die Kundensprache immer wieder zu sprechen. Ich habe noch eine Frage. Entschuldigung, Simone, was mir vielleicht noch ganz kurz einfällt, ich glaube, man muss einfach aufpassen, dass in der Tat das Kundenerlebnis irgendwann nicht mehr ins Negative kippt. Ja? Also ich sage mal so ein ganz einfaches Beispiel, was mir Studenten immer häufig sagen, im Bereich oder in der Vorlesung Konsumentenverhalten, wenn man über Online-Kanäle spricht, dass die sich wirklich schon als Opfer von Insta sich bezeichnen, weil sie einfach nicht mehr aus diesem Kaufrausch aussteigen können. Das fand ich dir zum Beispiel sehr bemerkenswert. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, aber dieses Thema, ich bin ein Opfer, das kommt ganz, ganz häufig, das fiel ganz, ganz häufig in der Vorlesung. Und das gab mir dann wirklich schon zu denken. Ne? Also wenn das junge Leute nicht cool finden, sondern mittlerweile dann das schon eher anklagen. Wobei, ich glaube, das ist auch genau die Balance, die man dann wahren muss. Wer ist denn eigentlich dann der Täter und das Opfer? Also am Ende des Tages kann ich ja immer noch selber entscheiden, ob ich auf den Jetzt-Kaufen-Button drücke oder nicht. Also es ist schwierig, aber ich bin da völlig bei dir. Es ist nicht einfach. Nils? Es gibt einen Riesentrend dazu und der heißt Explainable AI. Das heißt, okay, wir müssen, und Trustable AI, aber Explainable AI ist, und viele Unternehmen beschäftigen sich gerade damit, dass wir das, was die KI macht, ist ja oft so eine Black Box. Und für uns als Unternehmen, aber für den User, was Simone gerade sagte, gar nicht nachvollziehbar. Und das müssen wir explainable machen. Das heißt, wir müssen dem User zeigen, wie sind wir denn jetzt zu dieser Schlussfolgerung gekommen? Welche Daten haben wir denn genutzt, um diese Empfehlung zum Beispiel zu geben? Ich glaube nicht, wir sollten als Unternehmen irgendwie langsamer und vorsichtiger sein. Wir müssen schon progressiv in dieses Thema reingehen und da auch First-Mover-Experimente wagen, aber es muss eben explainable sein. Wir müssen es nachvollziehen und erklären können, sowohl für unsere Mitarbeiter, wie nutzen wir die Daten, was Jonas eben auch Ethik meinte, ne? Und auch für unsere Kunden, ja, wie sind wir zu diesen Schlüssen gekommen? Das muss immer nachvollziehbar sein. Damit haben wir Mitarbeiter, damit haben wir Kunden, damit haben wir dann noch eine dritte Zielgruppe, die hat der Christian Walker angesprochen, weil Head of CRM vom Kundenmanagement der Adler Modemärkte. Und der geht in die Richtung, was braucht eigentlich das Management? Also inwieweit schaffe ich es eigentlich, diese Silos nur dann aufzubrechen, wenn ich nicht auch ein Change Management unter Unternehmen betreibe? Jetzt sagt man bei uns im Norden, der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Also fängt das mit dem Change Management typischerweise ganz oben an. Jonas, wie habt ihr es hingekriegt bei Douglas? Euer Kopf ganz oben ist ein weiblicher Kopf, der eigentlich sehr progressiv immer wirkt. Ist sie Teil der Story dieses Change Managements? Ja, definitiv. Tina und aber auch Vanessa sind da sehr, sehr, sehr große Verfechter von jetzt auch mit Digital First, was nochmal ausgerufen wurde, aber auch datengetrieben unterwegs zu sein. Dadurch fällt uns der Wandel vielleicht einfacher, aber der Tipp auch nochmal an den Herrn, der die Frage gestellt hat. Ich glaube, es gibt immer zwei Möglichkeiten, um so Prozesse Change loszutreten, entweder von außen oder von innen. Von außen ist es sozusagen der Wettbewerb. Ich glaube, wenn man mal so einen Case aufmacht, wie man auf Wettbewerbsbasis mit Daten schnellere Entscheidungen treffen kann, was für Mehrwert es bietet, dann ist es klar, auch Trends zu erkennen, was Nils ja auch sagt, aber auch intern zu sagen, okay, ich sage immer ganz, ganz plakativ, rechnet mal die Ressourcen, die täglich oder wöchentlich oder monatlich brauchen, um Reports in Excel zu erstellen. Wenn man die summiert
die aufs ganze Jahr hochnimmt und dann dagegen mal ein ganz kleines Datenprojekt stellt, wird man schnell merken, dass das Datenprojekt günstiger und langfristiger effektiver ist, weil man aktuell definitiv schwer hat, Fachkräfte zu finden und dann die Fachkräfte, die sich sehr gut mit dem Unternehmen auskennt, eben losläuft von manuellen Reportings und eher dafür nutzt, dann Insights daraus zu generieren. Jonas, ich finde, das ist ein tolles Schlusswort. Datenprojekte als Kostensenkungspotenzial im Unternehmen. Auch das ist ein Aspekt, den wir im Marketing vielleicht sonst manchmal etwas zu kurz sehen. Es ist schon 16.35 Uhr. Es tut mir leid, aber ich fand es eine spannende Diskussion. Herzlichen Dank. Nett. Jetzt muss ich lachen. Das ist ja wieder ein klassischer Nils zum Abschluss. Herzlichen Dank. Erstmal an Simone, zweitens an den nicht mehr anwesenden Nils, der dann nur noch mit seinem Avatar sitzt. Und drittens an Jonas. Ganz herzlichen Dank euch dreien. Ganz herzlichen Dank in das Publikum. Und ich weiß, es geht jetzt zunächst weiter mit der Marketing Automation Challenge. Die ist spannend. Dabei wünsche ich viel Spaß. Vor allen Dingen aber gibt es noch ein absolutes Highlight. Heute um 17.30 Uhr werden wir den Eddy verleihen, den Eddy des Jahres 2021, an das Unternehmen, was am langfristigsten und am besten in den letzten Jahren im B2C-Bereich Dialogmarketing gemacht hat. Kommen Sie dazu, 17.30 Uhr treffen wir uns in dem Raum. Dazwischen gibt es jetzt die Marketing Automation Challenge. Ich wünsche ganz viel Spaß und nochmal herzlichen Dank an alle, die bei dieser Diskussion dabei waren. Auf Wiedersehen. Tschüss, sagt man hier bei uns im Norden.